Hast du dich jemals gefragt, ob wann du isst einen Ausschlag geben kann, inwiefern du gut abnimmst und besser Fett verbrennst oder wie das perfekte Mahlzeitentiming deinen Stoffwechsel positiv beeinflussen kann? Ich kann dir sagen, es gibt einiges an Wissenschaft dazu und es gibt tatsächlich auch Erkenntnisse, die beweisen, dass bestimmtes Mahlzeitentiming eine große Rolle spielen kann, wenn es dir darum geht, abzunehmen, Fett zu verbrennen oder deinen Stoffwechsel anzukurbeln. In diesem Video verrate ich dir also, worauf es ankommt. Vor allem aber am Ende verrate ich dir, was fast noch entscheidender ist, als wann du isst und wie du das für dich in den Alltag integrieren kannst. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Wenn du neu bist, schön, dass du da bist. Abonnier gerne den Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Und ich starte einfach mal direkt mit dem perfekten Mahlzeiten-Timing. Denn tatsächlich gibt es Wissenschaft, die beweist, dass, wann du deine Mahlzeit einnimmst, entscheidend sein kann und sich positiv auf deine Gewichtsabnahme auswirken kann. Unser Körper folgt dem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Das ist der Schlaf-Wach-Rhythmus. Das bedeutet, dass einfach der Körper sich daran gewöhnt hat, einfach Energie zu haben, wach zu sein, wenn es hell ist, und müde zu sein und die Energie herunterzufahren, wenn es dunkel ist. Der ganz klassische zirkadiane Rhythmus wird natürlich von der Sonne gesteuert. Wir in der heutigen modernen Zeit haben dann manchmal so ein bisschen verschobenen Rhythmus, weil wir ja auch artifizielles, also künstliches Licht ja auch mit dabei haben und das damit sich ein bisschen verschieben kann. Aber der zirkadiane Rhythmus bestimmt auch, wann dein Stoffwechsel am aktivsten ist. Und das haben verschiedene Studien gezeigt, ist tatsächlich morgens. Eine Studie aus dem Journal of Obesity im Jahr 2013 hat nämlich auch getestet, wenn Menschen morgens den größeren Teil ihrer Mahlzeiten einnehmen, also morgens mehr essen als abends, der klassische Spruch, Frühstücke wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettler, oder andersrum, dass die Menschen, die morgens mehr Kalorien, die größere Mahlzeit zu sich genommen haben, weniger Fett angesetzt haben, als die Menschen, die es andersrum gemacht haben. Da unser Stoffwechsel morgens am aktivsten ist, ist es natürlich naheliegend, dass dadurch auch morgens einfach mehr Energie verbraucht wird. Und das ist auch tatsächlich so, morgens ist der Stoffwechsel am aktivsten. Das heißt, eine frühe Mahlzeit oder auch den Großteil seiner Kalorien morgens zu sich zu nehmen, kann förderlich sein. Der zirkadiane Rhythmus steuert ja nämlich auch das Sättigungshormon, Hungerhormon, aber auch eben den ganzen Energieverbrauch. Und da ist es halt einfach so, dass wir laut zirkadianen Rhythmus morgens tatsächlich am meisten Energie verbrauchen. Ein Frühstück kann eben auch dabei helfen, über den Tag verteilt Blutzuckerspitzen zu vermeiden, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, was zwangsläufig dazu führt, dass du weniger Hunger hast, dass du satter bist, dass dein Blutzuckerspiegel eben stabil bleibt, was auch dafür sorgt, dass du weniger Heißhunger hast. Und deswegen kann es gut möglich sein, dass für dich ganz individuell es Sinn macht, einfach morgens mehr zu essen und vielleicht das Fasten eher auf abends zu legen oder abends etwas weniger zu essen. Ganz viele Menschen profitieren auch davon, abends weniger zu essen, weil sie eben nicht so viel verdauen müssen und weil das eben auch für den Körper ein bisschen angenehmer ist, über die Nacht nicht so viel zu verdauen, und er kann sich komplett auf die ganzen Reparaturprozesse spezialisieren. Wenn du abends deine größte Mahlzeit zu dir nimmst, dann wird auch oft der Schlaf dadurch beeinträchtigt, und wir wissen, wenn wir schlecht schlafen, dann ist die Fettverbrennung gestört, dann haben wir am nächsten Tag mehr Heißhunger, haben wir einen schwankenderen Blutzuckerspiegel, es ist Stress fürs System. Das bedeutet, es ist super wichtig, dass du eben auch einen erholsamen Schlaf hast, und eine späte, große, üppige Mahlzeit kann den Schlaf natürlich negativ beeinflussen. Auch nach dem Sport spielt das Mahlzeiten-Timing eine sehr große Rolle. Auch ein bisschen abhängig davon, was ist dein Ziel. Aber wenn dein Ziel ist, Muskeln zu erhalten oder Muskeln aufzubauen, solltest du relativ zeitnah nach dem Training einen proteinreichen Snack zu dir nehmen. Man sagt so ein Zeitfenster von 30 bis 60 Minuten. Da streiten sich so die Geister. Manche sagen auch bis zu 2 Stunden. Jedenfalls kannst du, um das Maximale aus deinem sportlichen Erfolg herauszuholen, kannst du eben innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach dem Training einen proteinreichen Snack zu dir nehmen, ein gekochtes Ei, oder du hast einen hochwertigen Proteinshake, den du vielleicht anmixen kannst, und dann innerhalb von 2 bis 3 Stunden danach auf jeden Fall eine nährstoffreiche Mahlzeit aus Fetten, Proteinen, Gemüsen und gegebenenfalls komplexen Kohlenhydraten, die wiederum auch das Muskelwachstum und die Muskelregeneration unterstützen können. Wenn wir sie gezielt nach dem Training einsetzen, hat das auch förderliche Eigenschaften für Muskelerhalt, Muskelwachstum und damit auch für die Fettverbrennung. Denn Muskeln verbrennen ja auch Fett und Energie, wenn wir nichts tun. Was natürlich super cool ist, dass du liegst auf der Couch und dein Körper verbrennt trotzdem Energie, weil er eine gewisse Muskelmasse hat.
Was ist jedoch entscheidender als das Mahlzeiten-Timing? Denn tatsächlich gibt es ein bisschen Studien dazu, aber es gibt auch wieder Gegenbeispiele. Jeder Mensch ist anders. Vor allem muss es sich ja auch in deinen Alltag integrieren lassen. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, üppig zu frühstücken. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, wer berufstätig ist, hat meistens nicht die Zeit, morgens sich ein fettes Frühstück zu bereiten. Bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem, ab und zu mal morgens zu frühstücken, kann eben hilfreich sein, um den Stoffwechsel zu aktivieren. Vor allem, wenn du vorher öfter und viel gefastet hast, würde ich es dir sehr, sehr ans Herz legen, mal morgens auch etwas zu essen, um einfach auch hier den Stoffwechsel anzukurbeln. Deutlich entscheidender als das Mahlzeiten-Timing ist aber auch tatsächlich, was du isst. Und das ist das für mich Entscheidendste, wenn es darum geht, langfristig etwas zu verändern, dass du veränderst, was du isst, nämlich hochwertige, naturbelassene, nährstoffreiche Nahrung, die möglichst ehrlich ist, ehrliches Essen. Du kannst möglichst viel frisch zubereiten und eben auch einfach Dinge kaufen, wo du die Zutaten aussprechen kannst und die naturbelassen sind. Und dann wirst du eben damit deinen Körper schon richtig gut versorgen. Und dann ist es teilweise auch egal, ob du jetzt mal abends mehr gegessen hast als morgens, denn tatsächlich am Ende, wenn wir permanent uns überessen und zu viel der schlechten Sachen essen, ist es egal, ob du die morgens oder abends isst, du wirst damit nicht abnehmen und du wirst vielleicht damit zunehmen und auch Krankheiten damit fördern. Das heißt, isst das Richtige und kümmere dich dann vielleicht um das Mahlzeiten-Timing, sofern es sich in deinen Alltag integrieren lässt. Aber ich wollte hier einfach mal einen ganz kurzen Rundumschlag machen, dass tatsächlich es eine Rolle spielen kann, wann du isst. Und dass es eben vor allem spannend sein kann für die, die nie gefrühstückt haben oder die immer fasten oder die, die abends die größte Mahlzeit essen und sich schwer tun mit dem Abnehmen, das Ganze vielleicht mal umdrehen und einfach mal gucken, was passiert. Ich hoffe, das Video hat dir einen anderen Tipp gegeben. Ich freue mich, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.